Jetzt bei RFH. Fahrradkino, eine Aktion zum Thema Nachhaltigkeit. Schaurig lustiger Gruselspaß. Bühne frei für die Addams Family. Quedlinburg atmet auf. Stadt ist dank Millionenzuweisung entlastet. Weniger Emissionen, dafür mehr Emotionen. Der Toyota Prius. Die vierte Generation des Hybrid-Pioniers im ADAC-Autotest. RFH. Einfach näher dran. Erleben Sie Stimmen, die unter die Haut gehen. Am 10. Juni in der Viperti-Kirche in Quedlinburg. Die Tenöre for You präsentieren um 20 Uhr ihre abwechslungsreiche Stimmgewalt mit einer erstklassigen Mischung aus Pop und Klassik. Mal gefühlvoll und mal ausdrucksstark verzaubern sie die beiden Tenöre mit legendären Welthits in ihrem italienischen Gesangsstil. Karten sind noch in der Quedlinburg-Information am Markt 4, in der Buchhandlung Pfeiffer, online unter www.tenöre4u.de sowie an der Abendkasse erhältlich. Fahrradkino, eine Aktion zum Thema Nachhaltigkeit. Kräftig wird in die Pedalen getreten und so mit Muskelkraft elektrische Energie erzeugt, die dann für Computer und Beamer genutzt wird, um einen Film an die Leinwand zu bringen. Dann ist für uns natürlich toll, dass diese Aktion Fahrradkino das Thema Nachhaltigkeit aus ganz unterschiedlichen Bereichen auch angeht. Man sieht dort die Fahrräder stehen. Fahrradfahren ist gesund, hält uns fit. Damit haben wir vielleicht einen Benefit, was spätere Gesundheitskosten betreffen können. Dann auf der anderen Seite erzeugen wir mit den Rädern Strom. Klimaneutraler Strom, um einen Kinofilm zu gucken. Das ist doch sehr nachhaltig. Und zum Dritten geht es eben um das Thema Klimawandel. Wir haben Schulklassen eingeladen, wir haben also noch den Bildungseffekt. Und was hat jetzt Klimawandel mit Konsum zu tun? Das ist das nächste Thema, denn es geht ja in dem Film, den wir zeigen, um Fast Food. Die Wege, die zurückgelegt werden, um Nahrung zu beschaffen, um Nahrung zu produzieren, die Flächen, die dafür verwendet werden, das Futter, was benutzt wird, nachhaltiger Konsum, wo kommen meine Produkte her, wie kann ich auch durch mein Einkaufsverhalten Nachhaltigkeit mit unterstützen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da haben wir viele Aspekte, die wir mit den Schülern auch diskutieren können, wo wir ja mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung kommen. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist das eine schöne Aktion. Die Aktion wird unterstützt vom Fahrradbaron, der die Räder zur Verfügung stellte, und der Hochschule Harz, die natürlich auch im Umweltbereich sehr aktiv ist. Wir haben immer die Nachhaltigkeitswoche bzw. den Nachhaltigkeitstag, den wir einmal im Jahr anbieten. Der war letzte Woche schon. Also eigentlich legen wir den auch immer in die Nachhaltigkeitswoche. Hätte aber eine Überschneidung gegeben zum Campusfieber. Das ist eigentlich unser Highlight. Und wir haben sehr, sehr viele Projekte mit Studierenden zusammen. Zum Beispiel den Tauschrausch. Unsere Wirtschaftspsychologen führen verschiedene Untersuchungen durch, Experimente mit Bezug zur Nachhaltigkeit. Und dann haben wir natürlich auch noch den ganzen Bereich im Umweltmanagementsystem, dass wir Energieversorgung unter Nachhaltigkeitskriterien versuchen umzusetzen. Weil sie die Nachhaltigkeit fördern, unterstützen natürlich auch die Wernigeröder Stadtwerke ganz selbstverständlich das Fahrradkino. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir klimafreundliche Energie bereitstellen, dass wir bei unseren Investitionen und bei allem, was wir tätigen, immer auch an die Zukunft denken und dass wir das zu möglichst günstigen Preisen dann auch an die Kunden alles liefern und zur Verfügung stellen können. Können Sie einige Beispiele nennen? Wir haben zwei Blockheizkraftwerke mit insgesamt 5 Maschinen. Wir haben ein Wasserkraftwerk. Wir haben eine Photovoltaikanlage. Wir beteiligen uns an Ausschreibungen, wenn es um Windkraftanlagen geht. Und wir versorgen alle unsere Privatkunden in Wernigerode mit Naturstrom. Mit dieser Aktion sollen die Jugendlichen für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert werden. Nicht nur Sport ist wichtig, sondern auch gesundes Essen. Wie ist die Einstellung der Jugendlichen zu Fast Food? Na, es macht dick. Ne? Es ist eigentlich relativ lecker, aber es ist ja ungesund, ne? Also ab und zu mal einmal im Monat kann man das essen, aber eigentlich so. Muss ja jeder für sich selber wissen, was er isst und was nicht.
Ich finde, man muss es jetzt nicht die ganze Zeit so essen. Man kann schon zwischendurch machen, aber es ist halt sonst echt ungesund und ja. Kleiner war, da habe ich das mal gegessen, aber jetzt finde ich das irgendwie ein bisschen eklig, weil das ist nicht so mein Ding mehr. Ich esse im Moment auch kein Fastfood mehr, weil ich ein bisschen abnehmen will und weiß, mir auch nicht mehr schmeckt. Etwas stabiler oder halt dünn bin, mir ist das eigentlich egal, ja. Und also ich fahre halt gerne Fahrrad und ich esse auch gern, aber ich werde halt nicht dicker. Also halt auch anderes essen, muss nicht Fastfood sein. Dank Muskelkraft ist der Film Super Size Me auf der Leinwand zu sehen. Der Regisseur geht der Sache auf den Grund, warum 60% der amerikanischen Erwachsenen zu dick sind. Schuld daran ist unter anderem Fast Food. Allein 30.000 Restaurants von McDonald's in über 100 Ländern ernähren 46 Millionen Menschen täglich. 40% der Mahlzeiten nehmen diese heutzutage außer Haus ein. Und bereits kleine Kinder werden mit Spielplätzen und Geburtstagspartys in die Fastfood-Restaurants gelockt. Da geht es um ein Selbstexperiment. Ein Mann ernährt sich 30 Tage lang ausschließlich von McDonald's-Produkten. Und das sieht dann in der Praxis so aus, dass dann immer jeweils 10 Schüler Fahrrad fahren, während auf der Leinwand zu sehen ist, wie einer sich die ganze Zeit Pommes, Hamburger und Fastfood. Dem soll entgegengewirkt werden. Ja, ist einfach ein gutes Gefühl, hier drauf zu sitzen. Ja, und dann auch halt Strom mit Strampeln zu machen halt. Ja. Also meine beste Freundin Tessa hat sich halt bereit erklärt, das zu machen. Und weil ich sie halt auch gern mag, habe ich mich dann halt bereit erklärt, ihr zu helfen und da halt auch mitzumachen. Eine Aktion für die Gesundheit und Nachhaltigkeit. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Die Mitte der Woche wird sehr freundlich mit angenehmen Werten und bis zu 14 Sonnenstunden. Am Morgen ist der Sonnenaufgang von einigen Wolken geprägt bei Werten von 12 Grad. Richtung Mittag mit dem Aufsteigen der Sonne steigt das Quecksilber auf den Tageshöchstwert von 25 Grad. Im weiteren Tagesverlauf kommt es zu keiner weiteren Veränderung am Wetter. Mit dem Sonnenuntergang geben sich Mond und Sterne hinter leichter Bewölkung zu erkennen. Die Temperaturen fallen auf 12 Grad. Der Donnerstag wird ein wenig kühler mit Höchstwerten um 20 Grad. Es ist wieder Zeit für das beliebteste Jazzfestival Mitteldeutschlands. Mit freundlicher Unterstützung der Ostharz Brennstoff GmbH. Ihr Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe. Zuverlässig, pünktlich, immer in Ihrer Nähe. Freuen Sie sich auf die Jazz-Hochburg im Fachwerk-Idyll bei den 14. Quedlinburger Dixieland und Swing-Tagen. Vom 24. bis 26. Juni sorgen wieder namhafte Bands für super Stimmung in der Stadt. Verpassen Sie auf keinen Fall das Eröffnungskonzert am Marktkirchhof, Jazz in der City und vieles mehr. Erleben Sie Quedlinburg bei Jazz- und Dixie-Klängen im Marktkirchhof, in der Steinbrücke, in den beteiligten Hotels und Restaurants und auch im Kaiserhof heißt es Ende Juni Keep Swinging. Zwar ist der Dixie-Train längst ausverkauft, allerdings gibt es schon jetzt Tickets für den zweiten Quedlinburger Herbst-Dixie im September. Alle Informationen und Tickets bekommen Sie jetzt online unter www.quedlinburg-swing.de und Ihr Hotel buchen Sie am besten unter www.quedlinburg.de. Landwirtschaft 2016 kennenlernen und entdecken. Der Hofladen Landgut Klamroth in Westerhausen öffnet am 11. Juni seine Türe und Kuhstalltore. Von 10 bis 19 Uhr können Sie unter anderem bei den Führungen durch den modernsten Kuhstall der Region neue Melkrobotertechnik in Aktion erleben. Arbeitserleichterung für den Landwirt, weniger Stress für die Tiere. Neben jeder Menge Technik zum Anfassen gibt es viele Angebote für Groß und Klein. Und im Hofladen gibt es die regionalen Leckereien aus der hauseigenen Fleisch-, Wurst-, Käse-, Frischmilch- und Joghurtproduktion. Schauen, schnuppern, genießen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und schauen Sie rein. Beim Tag des offenen Hoftores auf dem Landgut Klamroth in Westerhausen am 11. Juni.
Goethe war am Stubenberg, Bismarck besuchte ihn. Und? Haben Sie schon die gutbürgerliche Küche kennengelernt? Die immer frisch zubereiteten saisonalen Gerichte probiert? Die Gastfreundschaft und natürlich die herrliche Aussicht genossen? Reise-, Wander- und Bikergruppen finden im Restaurant oder Biergarten immer ein gemütliches Plätzchen. Und Familienfeiern werden garantiert festlich gestaltet. Das Team vom Hotel Stubenberg erwartet auch Sie. Wochentags ab 15 Uhr und an den Wochenenden ab 11.30 Uhr. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Jetzt Sonderaktion in der Entertainment-Abteilung. Über 1000 Artikel drastisch reduziert. CDs ab 1 Euro, Filme ab 2 Euro und Games ab 3 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Außerdem informiert das Team über die Samsung-Wechselaktion, die noch bis zum 11. Juni geht. Auf ausgewählte Geräte erhalten Sie bis zu 1000 Euro von Samsung zurück. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Jetzt auch in Thale. Tagespflege Sina Werner mit Hol- und Bringedienst sowie barrierefreien Räumen. Auch demenziell Erkrankte und Menschen mit Behinderungen werden hier betreut. Montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erwartet die Gäste eine abwechslungsreiche Beschäftigung, wobei natürlich auch individuelle Wünsche immer Berücksichtigung finden. Eine Mittagsversorgung ist Bestandteil der Tagespflege und auch eine stundenweise Betreuung ist möglich. Lassen Sie sich beraten. Große Pläne. Angewandte Moderne in Sachsen-Anhalt in der Zeit von 1919 bis 1933. Ein Ausstellungsprojekt der Stiftung Bauhaus Dessau im Verbund mit Ausstellungen in Halle, Magdeburg, Merseburg, Leuna, Elbingerode und Quedlinburg. Entdecken Sie Erfinder, Architekten, Bauwerke und Produkte und ihre weltweite Wirkung in Gegenwart und Zukunft. Von Gertrud Arndt bis Bruno Taut, von Hugo Junkers bis Max Falier. Das ganze Programm finden Sie unter www.große-pläne.de. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yippie! Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Schaurig lustiger Gruselspaß. Bühne frei für die Addams Family. Wonach sich hier Adams senkt. Dunkelheit und Grab und unaussprechliches Leid. Ich liebe es, wenn du so sexy sprichst. Bist du ein Adams, brauchst du ein kleines bisschen Mondlicht. Bist du ein Adams, musst du ein kleines bisschen frieren. Die Welt muss sich hinschmerzen.
drehen. Ein Tag ist nur mit Gift und Galle schön. Ganz genau. Bist du ein Herz? Ein bisschen gruselig, etwas staubig, aber definitiv liebenswert sind sie, die Addams. Die etwas schräge Horrorfamilie, die einst als Zeitungscomic startete und später auf dem Broadway zum Welterfolg wurde, kennt wohl so ziemlich jeder. Falls nicht, liebe Zuschauer, können Sie diese Bildungslücke jetzt schließen. Bis April 2017 zeigt das Nordharzer Städtebundtheater The Addams Family in Halberstadt, Quedlinburg und zur Sommersaison im Harzer Bergtheater Thale. Regisseur Klaus Seifert kann sich kaum einen besseren Spielort für sein Stück vorstellen. Auf dem Hexentanzplatz so eine Gruselgeschichte zu spielen, das ist was Tolles. Und das Stück ist nicht nur gruselig, es ist sehr lustig, hat aber zudem auch noch mitreißende Musiknummern. Und dann hat es auch noch eine kleine Botschaft für uns bereit, dass wir uns halt alle Menschen, die ein bisschen anders sind als wir, erstmal genau ansehen und bevor wir über sie urteilen. Also alles in allem hat es eigentlich alles, was ein Musical braucht, und deswegen glauben wir, dass es perfekt hierher passt. Wirst du mich für immer und ewig lieben? Lass uns besessen sein voneinander, wie der Natur es kennenlernt. Du hast mich ins Kino ausgelacht. Der Untergang der Titanic. Was haben wir gelacht? Bist du ein Adams? Die Addams sind ein bisschen sonderbar. Und obwohl sie in ihrer eigenen kleinen Welt leben, lässt sich der Kontakt zu den Lebenden nicht immer ganz vermeiden. Bist glücklich, wenn du tief im Schlaf versinkst. Sie wohnen inmitten eines Friedhofs in einer alten Villa und sie beschäftigen sich eben mit allem, was andere Menschen gruselig oder ekelhaft finden. Der kleine Paxley sprengt andauernd Dinge in die Luft und seine Schwester spielt in einer Folterkammer, also all diese Sachen. Und jetzt hat sich Wednesday verliebt in einen Jungen, der aus einer angeblich ganz normalen Familie stammt, was auch immer das sein mag. Das Thema kommt dann auch irgendwann vor, was ist eigentlich normal? Und jetzt wird diese Familie zum Dinner eingeladen und nun sie betreten dieses Haus und merken natürlich ganz schnell, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf, weil Onkel Fester möchte ja gerne dem jungen Glück nicht im Wege stehen. Und er sorgt dann dafür, dass die sich am Schluss auch bekommen. So geht uns Trübsinn und Dunkelheit, zerbrochenes Gras, über das man läuft, und Rosenzeug, das uns hoch erfreut, und das noch diese Nacht. Und nun rufen wir unsere geliebten Ahnen herbei. Und warum tun wir dies? Weil tot oder lebendig, Familie bleibt Familie. Richtig. Und wie tun wir dies? Wir tanzen auf ihren Gräbern. Ja, Bruder Fester, tanz, tanz. Zeit, die Toten zu erwecken. Bist du ein Adams? Dann hast du ganz besondere Pflichten. Und bist du ein Addams, sitzt du zuallererst in der Maske. So einiges an Schminke, Spachtel und Farbe ist nötig, bis den Schauspielern ihre Rollen anzusehen sind. Besonders geduldig muss Tobias Amadeus Schöner sein, bis seine Verwandlung in Onkel Fester vollzogen ist. So eine künstliche Glatze kann schon mal, will man auf Schere und Rasierer verzichten, etwa anderthalb Stunden dauern. Bei mir ist das noch besonders erschwerlich, weil ich lange Haare habe. Und dann werden die langen Haare so in Schnecken an den Kopf gesteckt mit Nadeln. Und dann kommt diese Kunststoffperücke drüber. Glatze drüber und wird dann am Kopf festgeklebt mit so einem speziellen Perückenkleber mit Mastix. Und das, was übersteht, wird dann entfernt von dieser Glatze. Und dann wird natürlich die Farbe angepasst. Und das vor jeder Vorstellung. Auch in puncto Kulisse und Requisite werden alle Register gezogen. Weil zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten das Bergtheater gerade für ein Konzert vorbereitet wird, müssen die Showproben vor minimalistischer Kulisse im Großen Haus in Halberstadt stattfinden. Für die Inszenierung auf dem Berg bedient sich Regisseur Klaus Seifert aber dem altbekannten Erscheinungsbild der Addams Family.
Wir haben auch ein paar Tricks vorbereitet, denn es soll ja auch ein bisschen gezaubert werden. Es soll ja ein paar gruselige Effekte geben. Und da mussten wir alles so vorbereiten, dass das eben auch im Freien, bei Tageslicht, ohne Schnürboden, ohne Versenkung, ohne Beleuchtung machbar ist. Und das haben wir geschafft. Und wir haben uns beim Bühnenbild an dem Original Cartoon eigentlich orientiert. Das heißt, die Villa steht in Originalgröße da auf dem Harzer Bergtheater, aber eben gezeichnet. Also das Ganze sieht aus wie so ein Cartoon in der Zeitung, was es ursprünglich auch mal gewesen ist. Ich schlage vor, Drinks und dann bye-bye. Mel, sei offen für Erfahrungen. Das Neue sei willkommen. Greif tief in deine Wundertüte, um Schönes zu bekommen. Liebling, tief in meine Wundertüte hat heute Morgen schon der Typ am Flughafen gegriffen, als er mich abgetastet hat. Dann hat er mir seine Telefonnummer zugesteckt. Also mehr Überraschung brauche ich heute wirklich nicht. Wenn Sie aber noch mehr Überraschungen wollen, dann nichts wie ab ins Bergtheater. Entweder am 11. Juni zur Premiere oder zu einer der anderen Vorstellungen. Alle Termine im Überblick finden Sie unter www.harztheater.de. Quedlinburg atmet auf. Stadt ist dank Millionenzuweisung entlastet. Das ehemalige Kurzentrum in Bad Soderode. Ein Millionengrab, das die Stadt Quedlinburg mit der Eingemeindung des Ortes als schwere Bürde mit übernommen hatte. Seitdem wurde alle Kraft in die Suche nach investitionsbereiten Käufern gesteckt. Doch auch die Verkaufsbemühungen, ganz abgesehen von den vielen Schulden und weiterlaufenden Kosten, glichen ohnehin einer nicht enden wollenden Odyssee, die hoffentlich nun mit dem erfolgten Verkauf ein gutes Ende für einen zukunftsfähigen Neuanfang gefunden hat. Trotz des Verkaufs blieb Quedlinburg aber eigentlich auf einem Schuldenberg sitzen, doch nun wurde dieser finanzielle Klotz vom Bein gelöst. Staatssekretär Michael Richter überbrachte jetzt einen Bewilligungsbescheid über 14,6 Millionen Euro an Oberbürgermeister Frank Ruch. Ja, wir haben den glücklichen Umstand, dass jetzt die Welterbestadt Quedlinburg von einer Altlast, sage ich mal, die wir mitgeerbt haben, die Schulden des Kurzentrums befreit worden ist. Das Land, der Landtag hat Wort gehalten und hat gesagt, wenn ihr stringent auch den Verkauf dieser Immobilie umsetzt, dann werden wir euch von den Altschulden entlasten. Und wir hatten gestern den Bescheid offiziell entgegennehmen dürfen vom Staatssekretär Richter, den aber auch noch der ausgeschiedene Finanzminister Herr Budoyan unterschrieben hat, nämlich rund 14,6 Millionen Entlastung Altschulden. Das bedeutet, wir kriegen jetzt keinen Euro mehr in die Stadtkasse, aber wir haben auch keine 14,6 Millionen Schulden mehr. Und dieses positive Signal, was von diesem Schuldenerlass ausgeht, es ist ja so ein bisschen durchgesickert vorher schon, kann man auch schon spüren in Bad Soderode und in der Welterbestadt insgesamt. Es ist eine Aufbruchstimmung da. Das hat mir auch der Ortsbürgermeister Herr Rügner versichert, dass man das spürt. Und wir selber als Welterbestadt Quedlinburg spüren es beispielsweise bei der Nachfrage von Immobilien in Bad Soderode, die ja auch die Stadt noch hat, die wir vermarkten wollen. Insgesamt ist es natürlich ein klares Zeichen. Dort im Bad Soderode geht es weiter. Der Heilbadstatus soll bleiben. Und wir werden dort ein touristisches Projekt entstehen sehen, was den ganzen Ort aufwerten wird und auch Schwung geben wird. Ihnen ist bestimmt nicht entgangen, auch in Bad Soderode gibt es so eine Initiative mit dem Herz für Bad Soderode. Wie beobachten Sie das aus der Stadt hier? Also ich finde es wunderbar, dass Süderröder selber sagen, also wir warten nicht darauf, auf alles, was von außen kommt, sondern wir wollen selber beitragen. Und da ist neben anderen Initiativen, die es in Bad Soderode gibt, die Initiative Ein Herz für Bad Soderode natürlich ein klares Zeichen an alle Investoren. Hier trefft ihr auf willige Bürger, die also auch selber anpacken. Der Quedlinburger Oberbürgermeister kann sich angesichts des dennoch defizitären Stadthaushaltes zwar nicht zurücklehnen, aber zumindest kann Frank Ruch die Akte Kurzentrum nun endlich schließen. Veranstaltungen im Harz. All you can hear. Am Samstag, den 11. Juni, gibt's ab 17.30 Uhr 6 Stunden Party nonstop auf dem Halberstädter Holzmarkt.
Also bringt gute Laune mit zum XXL Open Air Sommerkonzert anlässlich des 55-jährigen Bestehens des Jugendblasorchesters. Mit dabei sind das Original Druckluftorchester mit Peter Till, die Big Band des Landespolizeiorchesters mit Sängerin Doreen Günther, eine spektakuläre Lasershow zum Abschluss und natürlich das Ensemble des Jugendblasorchesters Halberstadt. Genießt eine Show der Extraklasse. Der Eintritt ist frei. Viel schwarzer Humor, eine gehörige Portion Augenzwinkern und dabei das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Noch bis zum 8. Juni präsentiert Karikaturist Phil Hubbe seine aktuelle Ausstellung in der Harzsparkasse Wernigerode. Eine Gemeinschaftsaktion der Aktion Mensch und der Harzsparkasse. Mit Behinderungen ist zu rechnen. Noch bis zum 8. Juni in der Harzsparkasse Wernigerode. Erleben Sie die schottische Art zu feiern beim 7. Bagpipe and Drums Festival in Quedlinburg. Am 10. und 11. Juni präsentiert das schottisch-irische Event wieder tolle Highlights, neue Ideen und ein abwechslungsreiches Programm auf dem Gelände der Stadtwerke. Start ist am Freitag um 19 Uhr mit einer Stepptanzshow der Extraklasse, kombiniert mit Irish Folkrock. Samstag geht es um 14 Uhr weiter mit dem Umzug einer Massenpipeband vom Maschlingerhof bis zum historischen Rathaus. Nach dem kurzen Intermezzo folgt dann ab 15 Uhr das Hauptprogramm auf dem Festplatz der Stadtwerke mit verschiedenen Pipebands, Chören und Tanzgruppen. Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges Programm mit vielen Höhepunkten und Live-Moderation. Die Schotten kommen am 10. und 11. Juni. Mit freundlicher Unterstützung der Ostharz Brennstoff GmbH, Ihr Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe. Zuverlässig, pünktlich, immer in Ihrer Nähe. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Dem Prius revolutionierte Toyota seit 1997 den damals noch jungen Markt der Hybridfahrzeuge. Im ADAC Autotest sehen wir uns heute die brandneue vierte Generation des Hybriden genauer an. Mal schauen, ob der Prius immer noch das Zeug zum Trendsetter hat. Bloß kein Risiko eingehen. Toyota setzt beim neuen Prius auf eher konservative Technik, orientierte sich am Vorgänger und optimierte alle Komponenten. Mit den Nickel-Metall-Hydrid-Batterien hat man gute Erfahrungen gemacht, also bleiben Lithium-Ionen-Stromspeicher außen vor. Ruhige Fahrweise quittiert der Prius mit kultivierten Manieren und zeitweise leisem Surren wie ein Elektrozug, wenn der Verbrennungsmotor sich abschaltet. Fordert man den Prius allerdings, dann macht sich der Vierzylinder mit hohen Drehzahlen im Innenraum sehr deutlich bemerkbar. Eines hat der Prius auch in der vierten Generation nicht verlernt, sein Outfit polarisiert. Um einen besonders niedrigen CW-Wert zu erreichen, ist die Karosserie wieder sehr keilförmig geraten. Die Front- und Rückleuchten im Boomerang-Design sind ein mutiges Gestaltungselement, das gut zum extravaganten Auftritt passt. Einen gewissen Raumschiff-Charakter vermittelt der Innenraum des Prius. Nicht nur, weil das Platzangebot gut ist, sondern weil die Bedienelemente und Anzeigen ziemlich futuristisch gestaltet sind. Tacho und Bordmonitor sitzen in der Mitte und sind so für den Fahrer nicht optimal angeordnet. Klein und gewöhnungsbedürftig platziert ist auch der Wählhebel für die stufenlose Automatik. Up-to-date das moderne, gut vernetzte Navi. Es gibt viel Kunststoff, der aber gut verarbeitet ist. Die Akkus sitzen jetzt unter der Rücksitzbank, wodurch der Kofferraum auf 335 bis 675 Liter gewachsen ist. Das Fahrwerk des Toyota ist recht komfortabel abgestimmt, was bei schnellen Ausweichmanövern zu deutlichem Untersteuern führt. Der Prius wird vom energisch regelnden ESP aber gut im Zaum gehalten.
Auf unserem Ecotest-Prüfstand konnten wir mit einem Durchschnittsverbrauch von 4,1 Liter pro 100 Kilometer unterwegs sein. Besonders innerorts kann das Prius-Antriebskonzept voll punkten. Hier wird man schwer einen Konkurrenten finden, der noch sparsamer wäre. Unterm Strich ergibt sich eine CO2-Bilanz von 113 Gramm pro Kilometer. Ein vorbildliches 5-Sterne-Ergebnis im ADAC-Ecotest ist beim Prius praktisch selbstverständlich. Auch wenn Toyota beim neuen Prius auf eine Revolution verzichtet, die Feinarbeit zahlt sich aus. Der Verbrauch sank um etwa einen halben Liter auf 100 Kilometer. Aufgerüstet wurde der Japaner vor allem mit aktuellen Assistenzsystemen, die die aktive Sicherheit verbessern und das Fahren erleichtern. Vieles davon ist sogar serienmäßig. Die Preise beginnen bei gut 28.000 Euro. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Morgen Abend von 19 bis 20.30 Uhr wird gekickt. Der Jugendtreff Wenzingerode lädt zum Fußballspielen auf den Bolzplatz ein. Im Namen des ersten Blankenburger Kindermonats sind viele Veranstaltungen geplant. Das Parkcafé Nest im Stadtpark Blankenburg hat zu diesem Anlass am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr die Türen geöffnet. Hier wird gebastelt, gemalt und geschnitten. Das erste Kirschenfest in Wienrode beginnt am Freitag um 17 Uhr. Das Fest der besonderen Art wird über das Wochenende mit vielen Wettkämpfen für Groß und Klein, Kinderprogramm und Papageienshow für ordentlich Stimmung in Wienrode sorgen. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 9.30 Uhr und am Sonntag ab 8.30 Uhr. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Rasen? Das gibt's jetzt auch im Internet. Surfen mit bis zu 400 Mbits im Giganetz von Telecolumbus. Mit der Doppelflat für Telefon und Internet. Das ist echte Kabelpower. Schick lahmes Internet in die Kabine und wechsel auf Highspeed. Jetzt ab 19,99. Nur bei telecolumbus.de. Knobi Vital. Altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer, 2-in-1, erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Wird Deutschland Europameister, dann gewinnen auch Sie. Und zwar 2 Monate Highspeed-Surfen und Telefonieren gratis. Jetzt ab 19,99. Nur bei telecolumbus.de. Die Kommunale Beschäftigungsagentur bietet auch in dieser Woche viele offene Stellen in verschiedenen Bereichen. Werden Sie Verkäufer, Altenpfleger oder Lkw-Fahrer? Die KOBA, das Jobcenter im Landkreis Harz, unterstützt Sie bei Ihrer Suche. Umfangreiche Informationen zu den Stellenausschreibungen sowie weitere Inserate finden Sie im RFH-Teletext ab Seite 305 und im Internet unter koba-jobcenter-harz.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine